Herzlich willkommen bei DVS TV. Der eine oder andere wundert sich vielleicht an dieser Stelle nicht, das gewohnte Bild zu sehen. Frau Dr. Sabine Rosen hat mit viel Fachkompetenz und Engagement die Entwicklung von DVS TV von Beginn an maßgeblich mitgestaltet und geprägt und hat von diesem Platz aus viele, viele Nachrichtensendungen moderiert. Aus persönlichen Gründen hat sie nun ihre Tätigkeit als Moderatorin und Leiterin der Redaktion beendet. Das gesamte DVS-TV-Team möchte sich an dieser Stelle für die langjährige, hervorragende Zusammenarbeit bedanken und wünscht dir, liebe Sabine, alles Gute für die Zukunft. Mein Name ist Nadine Funks und ich werde Sie nun zukünftig durch die Nachrichtensendung begleiten. Diese Woche also bei DVS-TV: Schweißen unter Druck, der Stein macht den Unterschied, Schweißroboter können mehr als man denkt und Weichlöten 2013. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer neuen Sendung. Das Schweißen von Gashochdruckleitungen im Rahmen einer Reparatur oder wie hier einer Erweiterung um ein T-Stück erfolgt aus wirtschaftlichen und technischen Gründen häufig bei laufendem Betrieb, um Aussagen zur Zulässigkeit bestimmter schweißtechnischer Arbeiten unter Betriebsbedingungen machen zu können, bearbeitet das Institut für Mechanik und Fluiddynamik der Technischen Universität Bergakademie Freiburg in Zusammenarbeit mit der ONTRAS VNG Gastransport GmbH Bad Doberan ein Forschungsprojekt, das sich mit der Simulation des Schweißens unter Druck beschäftigt. Ziel des Projekts ist die sicherheitstechnische Bewertung der geschweißten Rohrleitung unter Berücksichtigung lokaler Werkstoffveränderungen infolge der Erwärmung beim Schweißen sowie die Optimierung der Technologie. Dazu wird ein zweilagiger Lichtbogen-Handschweißvorgang mit der Finite-Elemente-Methode simuliert. Die zentrale zu lösende Aufgabe besteht im Berechnen der zeitabhängigen Temperaturverteilung, zum Beispiel wie hier beim Auftragsschweißen, da die Festigkeit der Verbindung im Wesentlichen durch die Gefügeumwandlungen und die thermischen Dehnungen infolge des Schweißtemperaturzyklus bestimmt wird. Ist die Temperaturverteilung berechnet, lassen sich mit Hilfe einer Spannungsanalyse Aussagen zur Belastung im Bereich der Schweißnaht und zu sich einstellenden Eigenspannungen ableiten. Ebenso können anhand des Temperaturverlaufs Vorhersagen zu möglichen Gefügeumwandlungen getroffen werden. Der richtige Schneidkopf zum Wasserstrahlschneiden und die Bestückung mit der richtigen Wasserdüse? Die Klärung dieser Frage ist abhängig von der jeweiligen Schneidaufgabe. Am gebräuchlichsten sind Saphir- und Diamantdüsen. Bei zunehmender Einsatzdauer können die Austrittssauberkeit des Schneidstrahls und die exakte Fokussierung leiden. Je ungenauer der Strahl durch den Verschleiß der Düse fokussiert, desto früher weitet er sich nach dem Austritt aus der Düsenöffnung auf. Dadurch verringert sich seine Energiedichte und der Wasserstrahl verliert mit zunehmender Strahllänge an Schneidkraft. Insbesondere bei dickeren Materialien können in solchen Fällen auf der Strahlausgangsseite an der Schnittkante des Werkstoffs mehr oder weniger stark ausgeprägte Riefen auftreten. Somit leidet die Schnittqualität. Da der Verschleiß bei Diamanten erst wesentlich später auftritt, ist bei Abrasivschneiden in den allermeisten Fällen die teure Diamantdüse die logische Wahl, weil bei dieser Technologie die Schnittzyklen aufgrund der harten Materialien relativ lange andauern. Sind die Schneidzyklen hingegen kurz, zum Beispiel bei Purwasserstrahlschneiden von Kunststoffen, kann je nach gewünschter Qualität des Werkstoffs auch auf eine Saphirdüse zurückgegriffen werden. Wenn es jedoch auch bei diesem Verfahren wieder um eine hohe Schnittkantenqualität, insbesondere bei dicken Materialstärken geht, sollte auch hier der Einsatz einer Diamantdüse in Betracht gezogen werden. Das Schweißen mit Robotern ist in der Stahlbaubranche noch kein Standardverfahren. Stark unterschiedliche Bauformen und kleine Schweißstrecken bei kleineren Stahlträgern lassen automatisierte Schweißverfahren auf den ersten Blick unrentabel erscheinen. Der niederländische Roboterhersteller Kranendonk hat kürzlich ein neues Produktionssystem vorgestellt. Ein Roboterfließband für Stahlträgerprofile. Das Stahlträgerfließband montiert, drückt und schweißt Ansätze automatisch an Stahlträger. Durch die Kombination aus genauer Montage mit einer Toleranz von 1 mm und präzisem Schweißen wird die Qualität und Produktivität der Hersteller gesteigert. Die Programmierung des Systems erfolgt automatisch und erfüllt somit die Anforderungen von Bauprojekten, in denen Träger verschiedener Größe und Form verwendet werden. Das System wird mit zwei Robotern von ABB und einer Schweißausrüstung von ESAB geliefert.
Am 5. Februar findet in Hanau die dritte DVS-Tagung zum Thema Weichlöten statt und beleuchtet die Weichlötetechnik in der Elektronikfertigung von verschiedenen Seiten. Insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen sollen Trends und neueste Forschungsergebnisse zu Löttechnologien, Lotsystemen, Zusatz- und Hilfsstoffen sowie zur Prüfung und Zuverlässigkeit von Lötverbindungen anwendernah vorgestellt werden. Schwerpunkt werden vor allem die Herausforderungen sein, die aus der Elektromobilität und der Leistungselektronik resultieren. Hohe Ströme und Temperaturen sowie steigende Beanspruchungen erfordern weitreichende Veränderungen in der Konstruktion und Technologie. Bitte informieren Sie sich unter der eingeblendeten Adresse über die Vortragsthemen. Das waren die Themen unserer Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen eine charmante Woche und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder.